Ein ausfüllbares Formular erstellen in Writer. LibreOffice 6. Öffnen Sie in Writer das vorbereitete Dokument Kaufvertrag für den privaten Verkauf V6. Speichern Sie es gleich wieder unter dem Namen Kaufvertrag für den privaten Verkauf V6 ausfüllbar. Schalten Sie die Textbegrenzungen und Tabellenbegrenzungen ein. Dazu wählen Sie Ansicht Textbegrenzungen und Ansicht Tabellenbegrenzungen. Um die Formularfelder einfügen zu können, wählen Sie Ansicht Symbolleisten Formular Steuerelemente. In der Symbolleiste Formular Steuerelemente schalten Sie in den Entwurfsmodus. Zunächst schalten Sie noch die Formatierungszeichen ein. Klicken Sie auf das Symbol Textfeld und ziehen ein Textfeld auf. Ein Doppelklick auf das Textfeld öffnet die Dialogbox Eigenschaften Textfeld. Im Dialog passen Sie das Textfeld an. Für die Schrift stellen Sie ein Kalibri und 9 Punkt. Für die Höhe geben Sie 0,60 cm ein. Diese Werte sind für alle Felder gleich. Die Breite passen Sie auf 8,00 cm an. Um nicht jedes Mal alle Werte eingeben zu müssen, kopieren Sie das Textfeld und fügen es beim nächsten Platzhalter ein. Für eine eindeutige Zuordnung des eingefügten Textfeldes ändern Sie noch den Namen, also Textfeld 2. Auf diese Weise können Sie die weiteren Felder einfügen und so weiter. Nachdem Sie bis Textfeld 25 eingefügt und die Breiten angepasst haben, kommt jetzt ein numerisches Feld dazu. Klicken Sie auf das Symbol Numerisches Feld und ziehen das Feld auf. Sie passen das numerische Feld an. Die Breite setzen Sie auf 5,2 cm. Die restlichen Felder fügen Sie wie schon beschrieben ein. Bevor Sie das Dokument nun speichern, wählen Sie Dateieigenschaften und im Dialog den Tab Schriftart. Setzen Sie ein Häkchen bei Schriftarten ins Dokument einbetten. Speichern Sie nun das Dokument, indem Sie auf das Symbol Speichern klicken. Nun exportieren Sie das Dokument noch als PDF-Datei. Wählen Sie im Menü Datei als PDF exportieren. In der sich öffnenden Dialogbox PDF-Optionen ist darauf zu achten, dass ein Häkchen bei PDF-Formular erzeugen gesetzt ist und klicken auf Exportieren. Im nachfolgenden Dialog Exportieren suchen Sie das gewünschte Verzeichnis und klicken auf Speichern. Writer kann jetzt geschlossen werden. Sie öffnen nun die PDF-Datei. Das PDF-Formular können Sie jetzt ausfüllen.
Nach dem fertigen Ausfüllen sollte die PDF-Datei unter neuen Namen gespeichert werden. Als Name geben Sie beispielsweise ein „Mein ausgefülltes Formular“.